Die gefährliche Eskalation der Lage im Nahen Osten sorgt an den Finanzmärkten weiter für eine angespannte Stimmung und steigende Ölpreise. Heute gab es erneut eine verstärkte Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen, wobei der Goldpreis den höchsten Stand seit mehr als 6 Jahren erreichte. Traditionell sichere Anlagen wie Bundesanleihen oder Schweizer Franken konnten ebenfalls zulegen. Erneut machen die Anleger einen Bogen um riskantere Anlagen. Der Frankfurter Aktienmarkt steht weiter unter Druck. Die Klassiker bei Krisen im Osten sind ja immer, der Goldpreis geht hoch, der Ölpreis geht hoch. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einem Krieg kommt zwischen den USA und dem Iran, weil beide zu viel zu verlieren haben, auch der Iran sicherlich. Und daher wird der Ölpreis früher oder später auch wieder sinken. Zumal auch klar ist, Fracking ist ja in den USA eine Alternative, wenn der Ölpreis massiv steigen sollte. Und Franziska Schimke von der Aktionär TV, wie sieht diese Verunsicherung der Anleger im Einzelnen aus? Ja, wir bekommen diese Verunsicherung einmal mehr hier zu spüren. Bereits am Freitag hatte sich der DAX ja zurückgezogen auf Wochensicht gesehen. Die ersten beiden Handelstage aus dem neuen Jahr mit einem Minus von 0,9% abgeschlossen. Und heute in die erste richtige Handelswoche startet der DAX schwach und rutscht zwischenzeitlich sogar unter die runde Marke der 13.000 Zähler. Die hat er jetzt zumindest zurück. Und die 50-Tage-Linie, die verläuft bei 13.060 Punkten, ist charttechnisch also nicht uninteressant. Aber wir sehen hier ganz klar eine Risikoaversion der Investoren, die jetzt langsam aber sicher eben auch aus den Weihnachtsferien zurückkommen. 13.012 der aktuelle Stand, 1,6% der DAX im negativen Bereich. Und wir haben es eben schon gehört, Ölpreis und Gold sind natürlich hier im Fokus. Und der Ölpreis, der zieht weiter nach oben an, vor allen Dingen eben auch Brent. Das ist wichtig für die Verbraucher. Seit Jahresbeginn hat die Sorte Brent schon rund 6% an Boden gut gemacht und heute allein ein Plus von 1,4%. Das heißt, man lugt wieder richtig Richtung 70 US-Dollar je Barrel bei der Sorte Brent. Beim Goldpreis, auch da ist weiter der sichere Hafen gesucht. Bereits seit einigen Wochen wird wieder der Goldpreis verstärkt als Krisenwährung eben gesehen und ist nachgefragt und hat jetzt eben dann auch den höchsten Stand, wir haben es eben gehört, seit 2013 schon erreicht. In der Nacht dann hat er allerdings wieder ein bisschen abgegeben. Trotzdem ein Plus jetzt heute hier von 1,7%. Und mehr über die weiteren Aussichten dann für DAX, Gold und Öl gleich bei uns. Wer sind denn aktuell die größten Verlierer im DAX? Alle 30 DAX-Werte sind erstmal negativ eingefärbt und größte Verlierer, das sind schon auch zyklische Werte, industrieabhängige Werte. So sehen wir Covestro unter anderem fast 6% im negativen Bereich. Infineon gibt nach, aber auch die Deutsche Bank, die Deutsche Lufthansa und BASF heute hier klar unter den größten Verlierern. Und sie geben auch noch mal deutlicher ab als der Gesamtmarkt an sich. Dankeschön, Franziska Schimke. Und zur Iran-Krise und den Folgen für die Märkte begrüße ich Solvecon-Chefanalyst Volker Hellmeier in Bremen. Herr Hellmeier, wie gefährlich ist diese Eskalation im Nahen Osten denn aus Ihrer Sicht? Diese Eskalation ist sehr ernst zu nehmen und sie ist auch sehr gefährlich. Es besteht das Risiko eines Flächenbrandes in der gesamten Region. Es ist etwas, was vollkommen untypisch ist, was hier passiert ist, dass mich ein offizielles politisches Treffen eben mit Raketen bedacht worden ist. Das ist eine ganz neue Form der Auseinandersetzung, die wir so nicht kennen. Und ich gehe davon aus, dass der Iran sich gezwungen sieht, vor diesem Hintergrund auch Gegenmaßnahmen zu treffen. Und das bedeutet, dass eine Stabilisierung der Eskalation möglich ist, dass aber eine Eskalation darüber hinaus im Sinne eines Flächenbrandes nicht auszuschließen ist. Die Lage treibt den Ölpreis heute weiter in die Höhe. Wird dieser Anstieg weitergehen und zur Gefahr auch für die Weltkonjunktur werden? Also ich sehe auf kurze Sicht im Rahmen des eskalierten Zustands jetzt erstmal weiteres Aufwärtspotenzial für den Ölpreis. Wenn wir über die Nordseesorte Brent reden, dann schließe ich nicht aus, dass wir im Bereich von 75, vielleicht auch 77 Dollar vorstoßen können. Das ist aber eine kurzfristige Entwicklung, die ich nicht als nachhaltig betrachte, denn es gibt genügend fossile Brennstoffträger. Die Lager sind gefüllt. Das heißt, wir erleben jetzt im Endeffekt eine Host, die auf relativ dünnen Beinen steht. Es sei denn, und das muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Seewege
durch diese Eskalation im Bereich des Nahen Ostens für den internationalen Ölverkehr nicht mehr sicher sind. Das ist hat eine Wahrscheinlichkeit in meinen Augen von ca. 20%. Das ist das Primärrisiko, dann auch für die Weltwirtschaft. Alles andere ist für die Weltwirtschaft nicht nachhaltig relevant. Der DAX ist seit Ausbruch der Krise kräftig unter die Räder gekommen. Ist das der Beginn einer größeren Korrektur? Ich sehe keine Trendumkehr, aber ich sehe das Potenzial für eine Korrektur. Wir haben uns ein bisschen die Füße wund gelaufen im Bereich von 13.400 Punkten. Das heißt, technisch haben wir eine gewisse Trägheit im Moment. Und das Ganze wird durch den exogenen Einfluss dieser Krise im Nahen Osten verschärft. Im Worst-Case-Szenario sehe ich Rückschlagspotenzial im DAX Richtung 12.300, 400, 12.500 Punkte. In dem Bereich sollte eine sehr gute Unterstützung liegen, denn wir sollten uns eins deutlich machen, es ist und bleibt, wenn ein regionaler Konflikt und wir müssten in der Welt 7,7 Milliarden Menschen ernähren. Man sollte also bezüglich dieses Risikos im Moment nicht gleich das gesamte makroökonomische und markttechnische Bild vollkommen ignorieren. Gold steigt auf den höchsten Stand seit 6 Jahren. Sollten sich Anleger jetzt in diesen sicheren Hafen flüchten? Also Gold hat ja seit geraumer Zeit schon einen recht deutlichen Anstieg hingelegt. Wir kommen von 1100, 1200 US-Dollar, sind jetzt bei 1580 in etwa. Und natürlich gibt es eine Reaktion zugunsten des Goldpreises im Rahmen der aktuellen Entwicklung. Dieses Krisenmetall Gold zieht im Moment an. Ich sehe hier weiteres Potenzial, anders als im Falle der Betrachtung des Ölpreises. Sehe ich hier auch andere fundamentale Kräfte, die zusätzlich noch wirken. Aber die aktuelle Bewertung, insbesondere wenn wir den heutigen Tag sehen, Anstieg um 25 US-Dollar, ist sicherlich dem geopolitischen Bild geschuldet. Das kann dann immer noch mal so ein Topping extra in der Aufwärtsbewegung geben. Aber die unterliegende Tendenz für die Edelmetalle insgesamt, primär aber Gold, ist weiter aufwärts gerichtet, weil die Welt sich eben auch ein Stück weit, auch aufgrund der US-Geopolitik, von dem US-basierten Währungssystem emanzipiert. Sagt Volker Hellmeier. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.